Die Lenneper wird's erfreuen. Die Gans steht wieder an ihrem alten Platz. Eine neue Gans. Das Wasser fließt und alle freuen sich darüber. Thomas Schmidtkamp hier bei mir, sowie unser Oberbürgermeister Burkhard Massweis. Thomas, wir hatten damals drüber gesprochen, als die Gans weg war. Relativ schnell, relativ unbürokratisch steht eine neue Gans jetzt hier. Ja, relativ schnell. Ich meine, es hat ein paar Monate gedauert, aber relativ pünktlich zur neuen Saison. Wir hätten ja im September dann eh die Brunnen stillgelegt, die Lenneper Brunnen hier, der gemeinnützige Verein, der die Brunnen betreibt. Und ja, der Herr Mastweis war ja zwei Tage später nach dem Diebstahl hier zum Altstadtfest und hat zugesagt, sich darum zu kümmern, dass wir hier eine neue Gans kriegen. Und sein Wort hat er gehalten. Genau, Burkhard, ne? Es ging darum. Und wenn man das jetzt sieht, die neue Gans steht wieder an ihrer neuen Position, an alter Stätte. Das ist wichtig. Gehört in die Altstadt. Es ist ein wichtiges Marktzeichen, ein wichtiges Wegezeichen. Und ich fand das eine große Sauerei. Lennepper Offensiv und der Verein Lennepper Brunnen kümmert sich so toll um die Brunnen. Da fehlte was. Und deswegen habe ich gesagt direkt, wir kümmern uns drum. Das hat gedauert, weil wir mussten eine neue Form gießen und der Künstler, der Äpfelbach, hat erst die Form gegossen und daraus dann die neue Gans, die ja sehr, sehr ähnlich ist, der bisherigen auch hergestellt. Das hat seine Zeit gedauert, aber wie Herr Schmidtkamp gerade gesagt hat, pünktlich zur neuen Saison. Heute ist zwar kalt, aber wir hoffen jetzt ja auf wärmere Temperaturen, ist die Gans wieder da. Und das hat Lennep verdient, das hat der Verein verdient, das ist einfach ein wichtiges Merkmal hier von dem Eingang zur Altstadt. Deswegen haben wir gesagt, klar, kümmern wir uns drum. Und das hat auch geklappt. Ein Merkmal, ein Wahrzeichen und für euch beim Lennepper Brunnen, glaube ich, auch wichtig, um auch nach außen zu zeigen, dass man sich um diese Brunnen ja auch kümmert, ne? Ja, wir haben die jetzt seit 8 Jahren in der Pflegschaft und wir sehen zu, dass sie laufen, immer in Betrieb sind. Der Gänsebrunnen, da haben wir regelmäßig relativ hohe Kosten, weil ich muss leider sagen, dass Vandalismus hier an der Gans und an diesem Brunnen sehr häufig stattfindet, leider. Hier sind Schwimmer, die das Wasserniveau immer gleich halten, weil der eigentliche Brunnen liegt 4 Meter tiefer und so muss ständig das Wasser getauscht werden, hochgepumpt werden und leider ist es so. Ich würde mir wünschen, jetzt auch als Zeichen, nachdem wir so große Mühe aufgebracht haben, hier die Gans zu montieren. Der Künstler hat sie hergestellt und sie ist gegossen worden. Also es ist alles sehr aufwendig. Wir würden uns wünschen, dass die Lennepper wirklich auch jetzt auf unsere Gans aufpassen und da bitte keiner mehr irgendeinen Blödsinn macht. Wir bezahlen Tausende von Euro jedes Jahr an Reparaturen. Ich glaube, das ist auch dann wichtig, ne? Dass man, wenn man so ein Wahrzeichen dann hat, das dann wieder an seiner alten Position steht, dass es einerseits gepflegt wird oder die Möglichkeit gibt und dass die Leute nichts kaputt machen. Die Pflege ist toll, die ist wichtig. Finger davon, sich dran freuen, aber nicht kaputt machen, das ist klar, ganz klare Vorgabe. Ich muss meinen Kollegen im Hause danken und auch den Unternehmen, die sich engagiert haben. Wir haben nicht Unternehmen, das ganz unterstützt haben, Firma Hesselbach. Und Firma Hesselbach hat das im Wesentlichen unterstützt. Und klar, das wäre eine Sauerei, wenn er jetzt wieder dran rumgehantiert würde, es wieder kaputt gemacht würde, weil es ist einfach eine schöne Geschichte hier, diesen Brunnen in Altstadt zu haben. Wasser ist was Schönes, hat eine hohe Aufenthaltsqualität, die Ecke, und das soll auch so bleiben. Da gucken wir jetzt alle nach. Ne? Ja, ich habe ja auch die Anwohner gebeten, die habe ich ja seinerzeit nach dem Diebstahl wirklich angesprochen, ob die was mitbekommen haben. Ich habe sie gebeten, jetzt wirklich aufzupassen. Und sie haben mir alle fest versprochen, wenn die neue Gans kommt, dann sind sie aufmerksam. Aber ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, nochmal ganz ausdrücklich Danke zu sagen, im Namen der Lennepper Brunnen, aber auch der Lennepper Bürger, dem Herrn Mastweis, für sein Engagement. Ganz, ganz lieben Dank. Das habe ich ganz gerne gemacht. Ja, dann auf diesem Wort. Ganz tolles Interview, den Herren. Dankeschön. Und jeder, der hier vorbeiläuft, also ein Auge drauf halten, dass die Gans in seiner Position bleibt, dass es hier sauber bleibt und dass hier kein Vandalismus betrieben wird. Denn das hat dieser Brunnen verdient.